So, willkommen zurück zum zweiten Teil. Ja, wir machen mal richtig. Gut. Also, wenn ihr euer Programm gestartet habt, das machen wir auch mal zu. Ja, beenden. So, und wenn ihr euer Programm gestartet habt und ihr wieder in der Maske seid, dann könnt ihr auch eure zuletzt ausgewählten Dateien hier bei letzte Dateien sehen. Und füllt euer Dokument quasi einfach aus. Badam. Und jetzt ist es wichtig, jetzt braucht ihr nicht mehr auf Map Editor drücken. Ich meine, ihr könnt auf Map Editor drücken. Dann könnt ihr praktisch direkt auswählen. Ihr könnt aber auch einfach direkt auf die Datei, die Map 1 heißt, mit Doppelklick raufklicken. Dann kommt ihr auch zu diesem Fenster. Wählt hier wieder Doom 2 aus. Kein Source Port. Und als Base Resource halt Doom 2. Einmal mit OK bestätigen. Und ihr seid wieder im Lande. So, wir hatten letztens gelernt, wie man jetzt erstmal irgendeinen Raum erstellt. Jetzt ist der ganze Raum ja relativ, ich sag jetzt mal, brach. Ne? Ich meine, wir haben einen Boden, wir haben eine eher zerrübte Wand und eine mehr oder weniger vorhandene Decke. So, jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen dynamischer machen. Das heißt also, wir wollen den Boden ein bisschen. Wir wollen hier den Boden ein bisschen flexibler machen. Zum Beispiel hatten wir ja vorhin die Idee, dass der Boden Lava ist. Das war einmal hier. So. Und wir möchten natürlich nicht auf dem Lava stehen, sondern wir wollen auf dem Podest stehen. So, nun ist die große Frage, wie geht das? Dazu muss man wissen, GZ Doom ist genauso wie Doom. Halt in Doom basiert und dementsprechend halten wir es hier generell an Doom, also an Vanilla Doom. Und bei Vanilla Doom ist es immer so, dass ein Objekt, das was hier markiert ist, ist ein Sektor. Sprich also, wir haben gelernt, wenn man Linien zeichnet und diese Linien alle zusammengehören, dann umkreist man eine Fläche. Diese Fläche ist dann ein sogenannter Sektor. Ein Sektor ist, andersrum gesagt, nichts anderes als eine zusammenhängende Fläche. Es geht auch komplizierter, darauf wollen wir uns jetzt aber hier noch nicht beruhen, sondern wir machen es erstmal, wir nehmen es erstmal so hin, wie es ist. So, das heißt also, wir gehen hier in diesen Viereck, damit sind wir im sogenannten Sektormodus und sehen, was ist alles ein Sektor. Okay, diese gesamte eingerahmte Fläche ist also ein Sektor. So, jetzt haben wir allerdings ein Problem. Und zwar kann ein Sektor immer nur einen einzigen Boden haben und eine einzige Decke. Das heißt also in unserem Fall, wir haben einmal diesen Boden, der ist immer eben, und einmal die Decke, die ist auch immer eben. Der Himmel ist natürlich da jetzt als Beispiel relativ schlecht. Weil man sich da nicht wirklich vorstellen kann. Wir nehmen mal doch einen anderen, eine andere Textur. Ah, sieht auch ein bisschen arg gewöhnungsbedürftig aus. Ach Gott, was nehmen wir denn da? Ach, bei Decken stelle ich mich immer ein bisschen schwer. Bei den Standardtexturen, da will immer nicht so wirklich passen. Wir nehmen einfach mal das hier. So. Das heißt also, wir haben eine ebene Fläche und hier unten eine ebene Fläche. Das Einzige, wo wir uns wirklich frei austoben können, sind bei den Wänden. Wie man sieht, die Wände können stehen, wie sie wollen. Wir können quasi beliebig viele Wände hinzufügen. Wichtig ist nur, wir haben eine Fläche, die von den Wänden umrahmt ist. Wenn wir jetzt also hier verschiedene Höhen haben wollen, weil wir ja auf einem Stein stehen wollen, dann müssen wir innerhalb dieses Sektors noch einen Sektor definieren, den wir dann in der Höhe verändern können. Und das machen wir genauso einfach wie genial, indem wir innerhalb dieses Sektors noch einen Sektor erstellen. Dazu nehmen wir wieder unsere Striche bzw. unser Strichwerkzeug, wie auch immer man das nennt, und zeichnet wieder einen geschlossenen Bereich. Da.
Und schon haben wir, man geht wieder in den Sektormodus, ein Sektor und man sieht, der innere Bereich blinkt nicht mit, weil das ist jetzt ein anderer Sektor. Wir haben also einen Sektor innerhalb eines anderen Sektors. Wichtig ist halt nur, dass dieser Sektor immer eine Fläche ist. Sprich also, er geht hier komplett einmal rum. Man kann ihn natürlich auch unterbrechen, wenn wir jetzt hier zum Beispiel eine Linie machen. Und dann einmal Enter drücken, um diese Linie fertigzustellen. Man muss übrigens nicht immer zusammen machen, sondern man kann eine Linie auch abbrechen, indem man einfach Enter drückt. Dann hat man nur eine Linie. Ich zeige es euch mal nochmal extern. Also wir drücken einmal Einfügtaste. Und man muss die jetzt nicht zusammenfügen, sondern man kann auch einfach Enter drücken. Dann hat man nur Linien. Dadurch, dass sie nicht geschlossen sind, hat man natürlich keine Fläche. Ganz klar. So. Genau das haben wir hier gemacht. Wir haben eine Linie gezogen. Das heißt also, wir haben jetzt hier einen Sektor und hier einen Sektor. Dadurch, dass sie aber miteinander verbunden sind, ist es immer noch ein Sektor. Wenn wir jetzt uns den Spaß machen, wir zeichnen hier noch eine Linie. Na. Schreiben wir hier hin und drücken jetzt Enter. Dann haben wir jetzt hier einen Sektor und hier einen Sektor. Wir können diese Linie natürlich auch wieder löschen. Dazu halten wir entweder die Maus so rauf, dass die Linie blinkt, so wie jetzt bei mir. Oder aber wir klicken sie einmal kurz an und drücken dann die Entferntaste. Dann ist allerdings der gesamte Sektor weg. Um den Sektor hier wieder hinzuzufügen, kann man jetzt wieder in den Sektormodus gehen, innerhalb eines geschlossenen Bereiches klicken und einmal die Einfügtaste drücken. Und schon hat er in einem naheliegenden geschlossenen Bereich wieder einen Sektor hinzugefügt. Hier außen kann man die Einfügtaste nicht drücken, weil man keinen geschlossenen Bereich vorfindet. So. Okay, also wir haben jetzt gelernt, wir haben einen Sektor. Und innerhalb dieses Sektors haben wir noch einen Sektor. Und was macht das jetzt für einen Sinn? Erstens, wir können dem Sektor eine andere Textur geben. Wir können dazu entweder in die Eigenschaften reingehen oder aber, was ein bisschen bequemer ist, wir gehen wieder in den 3D-Modus. Und hier sehen wir schon, wir haben einmal hier einen Sektor und hier einen Sektor. Und mit Rechtsklick können wir wieder sagen, okay, wir möchten jetzt für den Sektor eine andere Textur haben, weil wenn der Boden Lava ist, dann möchten wir ja nicht direkt auf dem Lava stehen. So, das Blöde ist nur, wenn wir jetzt hier mal gucken, ist beides auf gleicher Höhe. Es wirkt relativ unrealistisch, weil damit der Lava nicht auf den Stein rauffließt, sollte der Stein ein bisschen höher sein. Dafür halten wir die Maus auf diesem Gestein und benutzen jetzt das Scrollrad. Und entweder scrollen wir hoch oder runter. Und damit verändern wir die Höhe. Und da sieht man schon, was diesen Sektor als solches ausmacht. Das heißt also, für uns wichtig ist, man kann die Höhe von einem Sektor sowohl vom Boden als auch von der Decke ändern, allerdings immer für einen gesamten Sektor. Heißt also, alles was hier zusammen ist, ist eine Fläche, die wir mit einmal verändern. Heißt also, wenn wir verschiedene Höhen haben wollen, brauchen wir auch verschiedene Sektoren, so wie hier zu sehen. So, wir wollen das jetzt ein bisschen höher machen. Und jetzt fällt uns auf, aha, wir haben hier so ein komisches Muster. Das liegt daran, dass hier an der Stelle, wo dieser Sektor höher ist als der Sektor, sind hier wieder sogenannte Wände entstanden. Wir erinnern uns, auch das ist hier eine Wand. Das heißt also, auch diese Wand und diese Wand, diese Wand und diese Wand brauchen auch wieder eine Textur. Dazu nehmen wir wieder unser Steinmuster. Das hier zum Beispiel. Und schon stehen wir auf einem Gestein und der Boden ist Lava. Jetzt können wir wieder speichern
Ich würde übrigens empfehlen, immer beim Speichern aus dieser 3D-Ansicht rauszugehen, weil ab und zu, wenn man gespeichert hat und man in der 3D-Ansicht drin war, dann kann es sein, dass sich das Programm auffängt und dann kommt man nie wieder raus und hat dementsprechend auch keinen Mauszeiger mehr. Dementsprechend hatte ich schon zweimal das Phänomen, ist nicht ganz leicht, ist auch nicht sehr häufig, aber sicher ist sicher. So, jetzt geht man wieder in das Programm seiner Wahl. Das war das Falsche. Das war auch das Falsche. Wo ist denn mein GZU? Na gut. Da ist es. So, also wieder CrispyDoom mit unserer Datei. Das kann weg. Das kann nicht mehr. Hier mal ein bisschen aufräumen. Das ist das Fenster von Slate. Und hier ist unser CrispyDoom. Öffnen wir wieder unsere Datei. Und siehe da, der Boden ist Lava. Und wir stehen auf dem Stein. Jetzt könnte man denken, okay, der Boden tut weh. Tut aber gar nicht. Weil das, worauf wir laufen, ist ja kein Lava, sondern einfach nur eine Textur. Die aussieht wie Lava. Genauso wie das auch keine Gedärme sind. Ihr könnt eure Mütter beruhigen. Das ist auch nur eine Textur. So. Damit sich dieses Lava auch wie Lava verhält, könnt ihr jetzt für den Sektor Eigenschaften festlegen. Das geht wie folgt. Dieser ganze Sektor ist ein Objekt. Das heißt also, ihr geht einmal auf Rechtsklick, auf die Eigenschaften, auf Special, das sind praktisch die Spezialeigenschaften von dem Sektor, und könnt jetzt bestimmte Attributen festlegen. Und wir wollen zum Beispiel sagen, dass man pro Sekunde 10% Schaden bekommt. Man kann es natürlich auch anderweitig festlegen, aber für uns persönlich reichen 10% aus. Wir können auch sagen, gut, okay, ist Lava, wir können auch auf 20 gehen. Mag sein, machen wir einfach mal. Bumm. Schon haben wir festgelegt, okay, das hier ist Gestein. Hier passiert gar nichts, das ist vollkommen normal. Und hier haben wir Lava und bekommen 20% Schaden pro Sekunde. Zu sehen ist es übrigens auch immer rechts, hier. Entweder 20% Damage oder gar nichts, also normal. Wenn wir jetzt speichern, dann bekommen wir 5% Schaden. So lange, bis wir irgendwann tot sind. Jetzt möchten wir aber nicht einfach nur in dieser kleinen begrenzten Welt leben, sondern wir möchten hinaus. Das geht wie folgt. Wir erschaffen uns noch einen Raum. Ändern die Texturen auf eine angenehme. Dieser Raum soll keine Decke haben. Wir gehen also wieder auf F-Sky. Und der Boden soll freundliches Wasser beinhalten. Jetzt allerdings die Frage, okay, wie können wir diese beiden Räume nun miteinander verbinden? Das geht denkbar einfach. Doom hat nämlich die Eigenschaft, dass wenn sich Sektoren berühren, ich meine, jetzt nochmal, hier ist ein Raum und hier ist ein Raum. Die beiden Räume haben an sich erstmal nichts miteinander zu tun. So, wenn man jetzt allerdings hier dran auch nochmal einen Raum definiert, wir klicken jetzt zum Beispiel einmal hier auf, und wir sehen, aha, die beiden Räume sind direkt aneinander.
Dann hat Doom diesen Raum damit erweitert. Das gleiche ist natürlich auch hier. Wenn wir jetzt hier die Einfügtaste drücken und Linien zeichnen, dann hat auch diesen Raum erweitert. Und genau mit dieser Funktion können wir auch die Räume miteinander verbinden. Und schon sind die beiden Räume nicht mehr länger getrennt. Natürlich ist Lava und Wasser aneinander keine schöne Lösung. Wir fügen hier also etwas hinzu, wie zum Beispiel Sand. Und als Deckel lassen wir das. Nun haben wir hier Lava, Gestein und hier unseren nächsten Sektor. Und hier haben wir Himmel und das ist überdacht. Jetzt haben wir hier allerdings eine hässliche Kante. Das sieht nicht sehr schön aus. Damit das hier nicht so abgeschnitten wirkt, können wir jetzt einen kleinen Trick benutzen. Und zwar nehmen wir wieder unser Scrollrad und schieben den Himmel nach oben. Und damit entsteht hier eine Kante. Und diese Kante können wir wieder anklicken. Rechtsklick. Und dem geben wir jetzt eine schöne passende Textur. Zum Beispiel irgendwas Metallisches, da ja unsere Decke auch aus kleinen Metallplatten besteht, sage ich jetzt mal. Irgendwas, was vielleicht schön glänzt. Aha. Na, ist vielleicht ein bisschen zu auffällig. Nehmen wir doch das hier. Voilà. So. Und schon sieht das Ganze nicht mehr so abgeschnitten aus, weil wir jetzt hier wirklich eine dicke Decke haben. Man kann das Ganze natürlich auch noch ein bisschen höher machen, wie es einem beliebt. Und schon haben wir mehrere Räume. Und der Vorteil ist an mehreren Sektoren, wir können allen Sektoren verschiedene Höhen geben. Das hier ist ein Bereich, den wir in der Höhe verändern können. Das hier ist ein Bereich. Und das ist ein Bereich. Und jetzt weiß man auch, warum bei Doom keine Schrägen vorhanden sind. Haben sich vielleicht viele schon gefragt. Das liegt ganz einfach daran, dass ein Sektor immer nur eine einzige Höhe haben kann. Sowohl einmal für den Boden, als auch für die Decke. Immer ein Objekt hat eine Höhe. Und eine Schräge hätte ja viele Höhen. Um mathematisch korrekt zu sein, unendlich viele. Gut, in der Praxis jetzt natürlich nicht. In der Praxis wäre das natürlich immer Anzahl der Atome. Aber in der Theorie mathematisch bedingt unendlich. Gut. Wollen wir mal nicht so viel Mathematisches rumschwafeln. Und wir haben wieder das gleiche Problem wie hier. Damit das Magma hier nicht raufschwappt, machen wir das wieder ein bisschen höher. Und das Wasser, weil ist ja ein Fluss, senken wir ein bisschen ab. So. Jetzt haben wir hier wieder Texturen, die wir ausfüllen müssen. Dann nehmen wir mal etwas schön Leuchtendes. Oder weil wir gerade dabei sind, hier ist ja was Blaues, können wir was Blaues nehmen. Und hier nehmen wir wieder unsere allseits bekannte Textur. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie diese Textur heißt, könnt ihr die Maus raufhalten. Und dann habt ihr unten, seht ihr dieses Bild, wo darunter Rock 4 steht. Müsst ihr gleich mal gucken. Hier in dem Bereich, da steht Rock 4. Heißt also, wenn ihr jetzt hier mit rechts Maus rauf drückt, braucht ihr einfach nur hier Rock 4 eingeben. Und da habt ihr eure Textur. Tada. Und schon seid ihr fertig. Dann speichern wir. Und können unsere Map, ich habe das Fenster schon wieder geschlossen, ausprobieren.
einmal Lava. Hier kriegen wir Schaden. Hier kriegen wir auch Schaden. Warum das so ist, erzähle ich gleich. Und im Wasser sind wir geschützt. So, warum bekommen wir Schaden? Ich hatte ja vorhin gezeigt, wie man Räume hinzufügt. Man nimmt einfach eine Linie und zeichnet etwas ran. Und nun mag euch ja vielleicht aufgefallen sein, dass er hier automatisch Lava genommen hat. Und wenn ich das gleiche hier mache, automatisch Wasser genommen hat. Das liegt daran, dass natürlich Slate und auch andere Doom-Bilder natürlich nicht dumm sind. Und wenn ihr Räume an vorhandenen Räumen hinzufügt, er automatisch diesen Raum darum erweitert. Das heißt also, alle Eigenschaften, deswegen war hiervon auch Lava, werden 1:1 kopiert. Da wir bei dem Raum eingestellt haben, dass wir Schmerzen bekommen, da wir bei diesem Sektor eingestellt haben, dass wir Schmerzen bekommen, hat diese Eigenschaft auch hierhin übernommen. Also müssen wir wieder in den Sektormodus gehen, den Sektor mit Rechtsklick anklicken, auf Eigenschaften gehen, auf Spezial gehen und dann sehen wir hier, aha, 20% Damage, das wollen wir nicht. Wir sind zwar immer noch nah am Lava, aber nicht mehr so nah. Heißt also, wir wollen, normal wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, wir wollen Damage haben, aber nur ein kleines bisschen. Wenn wir hier stehen, wollen wir übrigens auch Lava haben, Schmerzen haben, weil wir sind ja überall vom Lava umgeben. Heißt also, es wird hier auch sehr heiß. Wir sterben zwar nicht so schnell wie im Lava, aber auch hier kriegen wir vielleicht 10% Damage pro Sekunde. So, jetzt können wir das Ganze wieder abspeichern. Und einmal ausprobieren. Und schon sehen wir, aha, hier kriegen wir immer 10% Damage, hier 20% und hier kriegen wir immer 5%. Und im Wasser sind wir geschützt. Das heißt also, was wir bisher gelernt haben, jeder Sektor hat eine Höhe für den Boden, eine Höhe für die Decke und eine Eigenschaft, die immer für einen gesamten Sektor gilt. Und daran merkt man auch, dass quasi die gesamte Welt, aus der Doom besteht, also alle Maps, immer in Sektoren eingeteilt sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel in Level 2 gehen, dann haben wir das gleiche auch hier. Dieser Stein zum Beispiel, den man jetzt hier auf dem Boden sieht, wo ich jetzt gerade drauf stehe, wäre zum Beispiel ein Sektor. Wo ich jetzt drauf stehe, ist auch ein Sektor. Das hier ist wieder ein Sektor. Das ist auch wieder ein Sektor, der kleine Stein. Und das Wasser ist auch wieder ein Sektor. Und so zieht sich das durch die gesamte Doom Map. Und auch Treppen, wie wir hier sehen. Diese vier Stufen, die wir sehen, sind nichts anderes als vier Sektoren. So viel erstmal zu dem Grundprinzip, woraus eine Doom-Welt besteht. Von daher würde ich mal sagen, suche ich mal nach meinem Aufnahmeprogramm, da haben wir es, und dann ciao mit V.